mitkommen wollt, dann müsst ihr schneller mitkommen. Wir machen ja schon so schnell, wie wir können. Oh ja, oh ja. Diese verbrannten Bäume verbrannten, als ich das letzte Mal hier war. Sind wir bald endlich bei deiner Höhle? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß, wo die Höhle war, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ist ja auch schon sehr lange her. Da warst du noch viel kleinerer als jetzt. Na ja, aber wir kommen garantiert nicht an, wenn wir es nicht wenigstens versuchen. Da lang! Dieser Ort irgendwie bekannt vor. Das liegt daran, dass wir im Kreis gegangen sind. Es wird bald dunkel, Ruby. Dann müssen wir uns beeilen. Wenn die Höhle bei Licht schwer zu finden ist, dann ist sie im Dunkeln noch schwerer zu finden. Vielleicht hilft dir ja eine kleine Pause, dich etwas besser zu erinnern. Nein, ich werde weitersuchen, so lange, bis mir die Augen zufallen. Meister Blattnase hatte recht, auch in dieser Nacht kommen die fliegenden Steine wieder. Also im geheimnisvollen Jenseits sehen sie gar nicht so gefährlich aus. Siehst du die da, Spikey? Spikey? Wo ist der denn hin? Spikey? Spike, wo steckst du? Hey, Spikey, komm zurück! Nicht zu laut. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht, Spikey. Na schön, ruhen wir uns aus. Sie kommen immer näher. Aua! Ruby hat sich den Fuß verletzt. Glück gehabt. Sie haben bestimmt gehört, wie du nach Spike gerufen hast. Ihr hättet auf mich hören sollen. Warum seid ihr nicht zu Hause geblieben? Sie kommen wieder zurück. Wo sollen wir denn jetzt hin? Hierher! Hier lang! Worauf wartet ihr denn noch? Sicherheit, bedankt euch später. Mir nach! Ich bin Skip. Ich habe gesehen, wie euch die beiden Hohlköpfe verfolgt haben. Ich kann die Typen nicht ausstehen. Mein ganzes Leben lang renne ich vor denen weg. Lebst du hier mit deiner Familie? Ich habe keine Familie. Weiß nicht mal, wer meine Eltern sind. Rotklaue hat sie schon vor langer Zeit erwischt. Zumindest glaube ich das. Die haben gemerkt, dass sie euch verloren haben.
Hier lang! Kralle und Klaue, die suchen uns immer noch. Die werden euch nicht finden. Niemand kennt das geheimnisvolle Jenseits so wie ich. Kennst du vielleicht die Felshöhle in der Nähe vom zerklüfteten Tal? Die Felshöhle? Los, schnell, kommt mit! Der bewegt sich noch schneller, als er redet. Was sagst du jetzt? Das zerklüftete Tal? Die Felshöhle? Oh, ich danke dir, Skip. Sag ich doch. Ich kenne mich hier aus. Kommst du nicht mit uns mit? Ich bin schneller, wenn ich allein bin. Und ich muss noch viel erledigen, hab viel vor. Zurück jetzt in die Richtung. Alles klar. Danke, Skip. So hatte ich sie in Erinnerung. Wow, ist ganz nett hier. Jap, jap, jap. Aber wo ist meine Familie? Habt ihr sie gesehen? Nein, nein, nein. Warum sind sie nicht hier? Hä? Was war das? Ruby, bist du das Kind? Ich bin es, oh ja. Ruby? Unsere Ruby. Sie ist es wirklich. Wir hatten nicht erwartet, dass hier jemand ist. Vor allen Dingen nicht du, meine kleine Ruby. Aber wir sind froh, dass du da bist. Ich bin auch ganz doll froh, dass ihr da seid. Ich bin sehr glücklich, ihr seid in Sicherheit. Wie schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr glücklich seid. Fliegende Steine machten mir große Sorgen. Sie sind mit Feuer heruntergekracht. Drum bin ich hier. Ich wollte sehen, wie es euch geht. Ich hab mir große Sorgen gemacht. Ich bin so glücklich, dass wir hier zusammen sind. Ich... Das ist Rotklaue. Kommt schnell, hier lang. Ach, Ruby, ich freue mich so, dich zu sehen, meine Kleine. Aber du hättest nicht herkommen sollen. Das ist zu gefährlich. Das haben meine Freunde auch gesagt. Aber sie sind trotzdem mitgekommen. Das sind sie, ganz ohne Frage. Oh, sie müssen dich wohl sehr ins Herz geschlossen haben. Ja, es ist fast so, als wären sie auch meine Familie. Ja, 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 wir sind eine große Talfamilie. Ja, das sind wir, ja, das sind wir. Oh, vielen Dank, Ducky. Chomper. Spike. Jetzt weiß ich, dass es euch gut geht und kann wieder zurückgehen. Ich muss Chomper helfen, herauszufinden, wie man das geheimnisvolle Jenseits vor Rotklaue beschützen kann. Wir werden hier immer für dich da sein, Ruby. Ja, ich weiß.
Ich bin wieder da, wenn ich zurückkehre. Gekommen sind. Oh, danke, ich. Oh nein! Schnell, Freunde, hier lang! Petri? Was macht Petri denn hier? Ihr helft euch deswegen hier schnell! Mir Weg zu sicheren Platz gesät! Großvater Langhals? Auf mit euch! Na komm, Skip, du auch! Ich hab dich. Und hoch geht's. Ihr seid gerettet. Oh. Littlefoot. Petri. Zera. Wir haben uns Sorgen um euch gemacht. Deswegen sind wir euch gefolgt. Ich wusste, wir finden euch nie, wenn wir nicht hier raufsteigen. Wir euch gefindet, aber dann fängte die Feuer an. Habt keine Angst. Wir kehren zurück, sobald das Feuer nachgelassen hat. Na also, das Feuer ist schneller gelöscht, als ich dachte. Da haben wir aber so für ein Glück, löscht das Feuer schnell aus. Toll. Juhu! Hurra! Skip, du bist im großen Tal herzlich willkommen. Japp, japp, japp. Ach, meinst du wirklich? Ich meine, ich habe keine Familie, bei der ich bleiben kann. Glaub mir, Skip, im großen Tal zu leben ist, als ob man mit einer großen Familie zusammenlebt.